So, und da sind wir wieder zurück zu Let's Play Rayman 2 in den Special-Folgen. Und der Bereich unter der Zuflucht von Fels und Lava ist unser nächstes Ziel. Oh, verdammt, die Zwischensequenz habe ich vollkommen vergessen. Naja, eigentlich ja nicht. Ich habe den Level nämlich gerade schon gespielt, um halt zu gucken, wo die letzten 5 Flumes noch abgeblieben sind. Aber nun gut. Begegnen wir dir, lieben Lai, halt nochmal. Yay! Und da ist sie auch schon. Wie bestellt. Lass mich in Ruhe. Oh ja, hier kann ich endlich überspringen. Meine Güte. Ich weiß das doch alles schon. Mann. Oder Frau. Aber die roten Lumen sammle ich ein wegen Leben. Yeah. Oh nee. Kleinen Flusen. Die fliegenden Flusen sind auch wieder mit am Start. Fliegende Flusen, warum ist mir der Name nicht schon vorher eingefallen? Der ist voll cool irgendwie. Jetzt lass mich doch in Ruhe, Mann! Na gut, das ist aber doch wieder recht einfach. Wirklich schwer ist das wirklich nicht, nein. Wenn man sich nicht total behindert anstellt. Ich hab aber... Okay. Das war geil. Oh Gott, die rotierenden Dinger. Okay, so. So. Ah. Nicht Rayman. Nein. Grüner Looms. Na, kaputt. Sehr gut. Und du gehst auch kaputt. Jetzt fällt mir erst auf, wie bedrohlich das sein muss. Um dich herum ist glühend heiße Lava. Und die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben, ist deine Haare weiter zu wirbeln. Die sowieso schon recht. Obwohl deine Haarwurzeln sowieso schon recht überanstrengend sind, weil du das den ganzen Level lang machen musst. Armer Rayman. Oh Gott. Okay, Leute, da musste ich gerade husten. Beziehungsweise nicht husten, sondern niesen. Und jetzt hört mal genau hin. Ihr hört es auch, oder? Das Zwitschern. Und genau durch dieses Zwitschern bin auch ich auf diesen gelben Looms hier gekommen. Ich habe nicht in die Komplettlösung geguckt. Ich habe mir gedacht, okay, hier versuche ich mal das Level einmal zu spielen und mal gucken, wo mir was auffällt. Und da ist mir echt schon so aufgefallen, hey, Moment mal, ich höre doch was. Und ja, so bin ich auf diesen gelben Looms gestoßen. Ganz alleine! Oh mein Gott, ich fühle mich so total toll! Ah, ah, Gott! Okay, geschafft! Oh Gott, nein, 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 ja, komm! Ja, okay. Puh! Ich hatte es mir ehrlich gesagt schwerer vorgestellt, hier die verbleibenden Blumen zu finden. Naja. Ich bin froh, dass ich sie gefunden habe. Und das ganz alleine. Ich bin schon richtig groß geworden. Ich kann alleine losfinden.
So, da waren auch Looms, aber die brauche ich ja nicht mehr. Ich habe sie ja schon. Haha. Hier war auch einer, meine ich. Ein großer wieder. Und Level-Ausgang, wo normalerweise die Tür aufgehen würde und der Bosskampf zu Glut stattfinden würde. Aber nein. Dieses Mal nicht. Jawoll! Nein. Unter der Zufuhr von Fels und Lava. Auch geschafft. Boah. Und nur noch 11 Looms. Und immer noch ein Käfig. Sehr gut. Das Grab der Alten wird dann von uns in der nächsten Folge bearbeitet werden. Bis dahin. Tschüss. Alles klar. Es hat ein bisschen, also für mich hat es ein bisschen länger gedauert. Jetzt gerade, aber wir sind wieder zurück zu Let's Play Rayman 2, die Special-Folgen im Grab der Alten. Beziehungsweise erst jetzt im Grab der Alten. Denn es hat ein bisschen gedauert, bis ich rausgefunden habe, wo hier der letzte Käfig ist. Es hat wirklich ein bisschen gedauert, aber jetzt weiß ich es. Ich weiß es endlich. So. Problem war, ich habe zweimal gebraucht, um es rauszufinden. Und es dauert dann doch schon ein bisschen länger und ich werde die Spinne jetzt ignorieren. Ganz einfach, weil ich es kann. Und weil es einfach nicht notwendig ist, sie zu bekämpfen. Aber ebenso notwendig ist es, diesen Schalter zu betätigen. Beziehungsweise es ist nicht notwendig, die Spinne zu töten, aber notwendig, den Schalter zu betätigen. So, jetzt aber. Mein Gott. Und ich bin schneller als die Spinne. Ha! Ja, so. So. Jetzt, genau. Jetzt kommt die Sache mit den anderen Schaltern. Damit wir ja dieses komische... die anderen beiden Plattformen raufkriegen und... Oh Gott, Rayman, nicht sterben! Das hat ja gut geklappt mit dem Nicht-Sterben. Mann! Und die Piraten werde ich ebenso ignorieren. Denn auch... Alter, was ist los? Denn auch, denn es ist auch nicht notwendig, diesen Piraten zu töten. Der nervt uns einfach nur extrem. So, Rayman. Jetzt schaffst du es aber, oder? Komm, das kannst du. Ich glaub an dich. Looms und Schalter. Ah, das Grab der Alten dauert so lange. Oh Gott. Auf dem Skelett. Hier drauf? Okay. Puh, wir leben noch! Ein paar Startschwierigkeiten, aber das ist immer drin. Du stirbst auch? Oh Gott! Lass mich los! Mann! Halt den Mund! Du stirbst. Und du eigentlich auch, aber ich lasse dich jetzt am Leben, weil ich so gutherzig bin. So großherzig. Yeah! Und das wäre auch geschafft. Boah. Du kannst mich mal, du Penner! Jetzt nach rechts. Das Spinnennetz hoch. Und es macht sich endlich bezahlt. Wieder einmal. Ja, ich dachte, die springen über die Skelette und nicht über die Plattform. Da hatte ich was nicht ganz richtig im Kopf. Aber ich habe sowieso nichts Richtiges im Kopf, also von daher ist das egal.
Und der zweite Abschnitt vom Grab der Alten beginnt. Zahnräder antreiben, damit das Ding hochfährt. Und schnell. Schnell, schnell, schnell. Puh. Oh, Highspeed! Und draufspringen. So, meines Wissens, genau, da oben steht ein Robo-Pirat, deshalb haltet die Faust schon mal bereit. So, jetzt muss ich gleich aufpassen. Das kommt. Wie gesagt, ich kenne das jetzt alles, weil ich das gerade schon mal gespielt habe, deshalb weiß ich auch wieder, wo was genau kommt. Ja? Nein! Mann. So. So. Okay, dann auf das an das Spinnennetz dran. Auf den Steg. Und im Let's Play sind wir jetzt oben in die Höhle reingeflogen. Das dürfen wir aber nicht machen. Wir müssen hier hinfliegen. Und den Piraten besiegen. Und zwar ist der Käfig hier. Ah. Und ich glaube, wir haben 80 von 80 Käfige. Bedeutet, wir haben die maximale Lebensenergie. So, jetzt können wir diesen violetten Looms entweder benutzen, um zurück zum Steg zu kommen, zu dem Steg da hinten. Oh Gott. Und von dort aus mit dem Fass wieder nach da oben hinzufliegen. Das müssen wir, das können wir, das müssen wir aber nicht. Wir können nämlich auch einfach diesen Weg hier nehmen. Dann kommen wir auch in den neuen Abschnitt hinein. Toll, oder? So, und jetzt kommt wieder die Höllenpassage im Grab der Alten. Und zack. Und zack. Ich höre einen Robo-Piraten. Genau, den da. So, ich will den jetzt besiegen direkt. Es gelingt mir aber irgendwie nicht. Hm. Oh doch, es ist mir gelungen. Okay. Dann ist alles gut. Macht schneller. Ich hab heute noch was anderes vor. Als den ganzen Tag nur hier auf euch zu warten. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das schaffe ich. Oh Gott, der Super-Robo, oder? Ja, ganz genau der. Lass mich! Lass mich zufrieden! Aber auch er ist kein Gegner mehr für uns. Da hinten wäre auch noch ein Käfig gewesen, aber den haben wir ja schon. Und aus dem ist auch dieser violette Lumps entschlüpft. Damit wir hier hochkommen. Und der dritte ab... Ne, der vierte. Oder fünfte. Oder was auch immer.
da? Fehlt da nicht irgendwas? Diese Passage, wo ich ganz oft gestorben bin? Ich verarsch das Teil. Oder kommt das, weil ich jetzt nicht durch diese Höhle geflogen bin, sondern durch die Tür gegangen bin? Das kann auch sein. Wie auch immer. Auf jeden Fall 6 von 6 Käfigen und 50 von 50 Looms. Nein. Aber speichern möchte ich. Das Grab der Alten. Auch geschafft. Und in der nächsten Folge, die gleichzeitig auch die letzte sein wird, werde ich die 11 letzten Looms finden, die uns noch fehlen. Und zwar in den Eisenbergen. Oh yeah. Also, freut euch drauf. Bis zur nächsten Special-Folge. Tschüss.